Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Jeder, der im Discord ist, hat es mitgekriegt. Meine liebe Saeco Kaffeemaschine hat nach immerhin 20 Jahren den Geist aufgegeben. Und da ich ja doch sehr viel, also wirklich viel Kaffee trinke, musste ich mir eine neue kaufen. Und es war gerade Prime Day und es war jetzt diese Philips. Wir mögen Philips ja mittlerweile sehr gern. Seit wir die Sensei Hayo repariert haben, wissen wir, die sparen nicht an den Platinen. Deswegen haben wir hier gute Chancen, wenn da was kaputt geht, dass wir es auch wieder repariert kriegen. Also habe ich eine Philips gekauft. Und zwar eine Philips 2200. Philips hat ja, glaube ich, Saeco übernommen. Von dem her gehe ich mal davon aus, dass die Kaffeemaschine gut sein wird. Sie hat ein paar Dinge drin, die mir wichtig sind. Man kann da ums Wasser machen, damit ich die Tasse aussprühen kann, bevor ich einen neuen Kaffee reinmache am nächsten Tag. Sie hat eine rausnehmbare Pürgruppe, damit man auch den Schimmel und so rauskratzen kann, der nach und nach da drin wächst. Und ja, was sie sonst noch hat, weiß ich nicht. Ich pack's mal aus und dann gucken wir uns mal an, ob die auch was taugt. Also ist wirklich viel dabei. Anleitung lesen wir nicht. Was dabei ist, was mir wirklich sehr gut gefällt, es ist ein Wasserhärtetest dabei. Ich habe noch nie einen Wasserhärtetest hier gemacht im Oberaudorf. Also ich bin echt mal neugierig, wie die Wasserhärte sein wird. Es ist so ein Wasserentkalkungsteil dabei. Es ist ein Löffel dabei für Kaffeepulver. Es ist hier das Dings dabei für den Milchabschäumer. Es ist so ein bisschen Fett dabei, glaube ich mal. Grease for Saeco Philips and Gaccia Espresso Machines. Also ein bisschen Fett für die Brühgruppe. Sehr schön. Habe ich keins gehabt. Weiß nicht, ob bei der alten was dabei war. Der Abwasserauftropfbehälter mit so einem Schwimmerteil. Der Tresterbehälter. Und die Kaffeemaschine selber. Wasser. Auf der Seite ein großer Wassertank. Hier mit dem Zeichen, wie viel er für Aquaclean braucht, also um das einzuspülen und bla bla. Ja, ist echt wie Saeco. Der hat unten den exakt gleichen Filter drin, wie dieser Saeco drin hat. Witzig. Wasser kommt hier hinten raus. Hier wieder 1000 Klebestreifen. Jetzt gucken wir uns nämlich mal die Brühgruppe an. Die interessiert mich nämlich ein wenig. Brühgruppe geht hier raus. Man klappt das Teil auf. Push steht hier. Und schon haben wir sie draußen. Das ist ziemlich exakt, würde ich jetzt mal behaupten. Sogar ziemlich exakt, also wirklich absolut exakt. Also jetzt ohne Schmarrn, also die mit minimalen Änderungen, ist das die Brühgruppe von der Saeco. Also eindeutig. Ich meine, wer die Saecos kennt, hier könnt ihr mal reingucken. Oben die Öffnung sieht ein Tick anders aus wie bei meiner. Aber hier hinten Siebfilter, sogar der O-Ring sieht exakt aus wie bei der Saeco. Hinten der Kaffeeauslass, die haben definitiv die Saeco Brühgruppe drin. Sehr schön. Sogar hier hinten dieses Druckventil und so sieht genauso aus. Finde ich gut. Das spricht nämlich für die Kaffeemaschine. So, jetzt bin ich voller Fett. Wir werden sie gleich in Betrieb nehmen. Oben habe ich gesehen, haben wir hier so ein Gourmet, also wir werden es mit Aromaseal. Freut mich, das heißt, ich kann endlich mal mehrere Bohnen reinschütten. Aktuell schütte ich immer nur so ein paar Bohnen rein oder habe immer nur ein paar Bohnen reingeschüttet, weil es sonst natürlich das Aroma verlieren, wenn es nicht luftdicht abgeschlossen sind. Wir testen mal die Wasserhärte und dann bauen wir das Ding zusammen. So, ich habe jetzt mal diesen AquaClean-Filter da in Betrieb genommen. Also wenn man den jetzt mal, so wie in der Anleitung steht, verkehrt drum halten muss, entlüften muss und so weiter, dann glaube ich, werde ich kein Freund vom AquaClean-Filter. Dann werde ich wahrscheinlich einfach meinen Standard Brita-Wasserfilter benutzen. So, Wasser eingefüllt bis zu dem Strich hin. Das für den AquaClean zuständig ist, der Strich. Dann packt man den Wassertank mal rein. Ganz schön hübsch seitlich gesehen. Und dann müssen wir jetzt mal hier alles zusammenbauen wieder, damit wir auch ansatzweise irgendwie das Ding testen können, vermute ich mal. Das Teil, dieser Aufschäumervorsatz, Aufsatz, wird hier nur aufgesteckt. Den lasse ich komplett weg, ich brauche den nicht. Ich
Ich brauche eigentlich nur warme Milch und da brauche ich das nicht. So weit, so gut. Dann stecken wir das Kind mal ein und schauen, was passiert. Ob überhaupt was passiert. Sie macht auf jeden Fall Geräusche, kurz, und anhand dieser rundum leuchtenden LEDs erkennt man, sie heizt gerade auf. Ich glaube, sie holt sich jetzt erstmal das Wasser. Es kommt jetzt zuallererst Dampf bei der Warmwasserdüse raus, bei der Aufschäumerdüse. Und das war es jetzt auch schon mal. So, ich habe jetzt kurz hier Dampf rausgelassen und hier kam noch nichts raus. Ich fülle noch schnell Bohnen ein. Nicht, dass da irgendwie jammert, dass keine Bohnen hat. Aktuell blinkt jetzt dieser Aqua-Clean-Knopf. Ich bin mal optimistisch und halte den gedrückt. Vielleicht passiert dann was. Ja, 3 Sekunden gedrückt halten. Jetzt blinkt der nicht mehr, aber es blinkt Start. Vermutlich darf ich jetzt hier auf Start auch nochmal drücken. Und jetzt startet der Aqua-Clean. Heiß. Das war's. Sie leuchtet jetzt blau beim Aqua-Clean und man kann auswählen, was man jetzt gerne machen möchte. Wir müssen aber noch die Wasserhärte einstellen. Um die Wasserhärte einzustellen, müssen wir das Gerät ausschalten und jetzt den Bohnenmahlgrad gedrückt halten. Tatsächlich, funktioniert. Für 3 Sekunden gedrückt halten. Der Teststreifen hat bei mir 4 rote Striche angezeigt. Man muss jetzt hier quasi einfach diese Striche einstellen. Also wenn man einen roten Strich, 3 grüne hat, dann einen. Wenn man 2 rote Striche hat, 2, 3, sonst 4. Wenn man das dann eingestellt hat, einfach hier blinkt er eh. Es weist dann eh darauf hin, die Starttaste drücken. Und das war's, somit ist die Wasserhärte eingestellt. Wir schalten das Ding mal ein. Dann riskieren wir es mal. Wir machen den ersten Kaffee. Er wird grundsätzlich unglaublich lecker schmecken, denn jeder Kaffee. Ich mache einen Espresso mit gleich richtig viel Bohnen und Start. Das Mahlwerk ist okay von der Lautstärke. Etwas leiser wie meine alte. Er brüht vor. Das haben sie von der Sensi-Haie wohl abgeschaut, dass man vorbrühen muss. Und jetzt generiert er ein kleines Schlückchen Espresso. Und er ist mächtig heiß, also dank dieser emaillierten Metalltasse. Der ist richtig heiß. Er duftet nach Kaffee. Ich werde den jetzt nicht probieren. Ich werde, denke ich mal, noch ein paar Mal einen Kaffee machen, weil ich schlicht und ergreifend noch nicht vertraue, dass da alle Stoffe rausgespült sind. So, heißes Wasser probieren wir jetzt auch mal gleich. Ja. Es kleckert ein wenig. Ich habe daneben getropft. Heißes Wasser funktioniert auch einwandfrei. Milchaufschäumungsfunktion teste ich nicht. Dafür habe ich einen WMF-Milchaufschäumer. Der funktioniert eh viel besser wie alles andere. Ja Leute, endlich wieder Kaffee im Büro. Wer einen Kaffee haben will, wie gesagt, perfekte Ehio-Tasse. Daraus schmeckt jeder Kaffee von jeder Maschine. Sogar von der Senseo habe ich festgestellt. Ansonsten, die Tasse, glaube ich, gibt es im Shop vielleicht schon, wenn das Video online kommt. Ansonsten, wer vorbeikommen will, hier gibt es eine Kaffeemaschine und die macht Kaffee. Bis bald!